Boah, gerade voll verjagt, die Drecksau. So, ich weiß noch nicht, was ich mit dem großen Steinberg hier anfangen soll. Das ist mir momentan echt noch ein Rätsel. Ach ja, na, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht das auf einer Ebene machen soll oder nicht. Also ob ich jetzt da rechts die Erde doch nochmal wegreiße und dann hier nochmal eine in die Tiefe gehe. Dann könnte man nämlich hier... Obwohl, hier müsste ich eher noch einen nach oben gehen. Hier sieht das so zerrissen aus alles. Das mache ich dann mal lieber so und ich glaube, es wird gleich schon wieder dunkel, kann das sein? Mist. Nein! Scheiße. Ich bin eben sehr gründlich. Okay, es wird gleich wieder dunkel. Jetzt bin ich natürlich erstmal vor Angst gelähmt wegen des Creepers. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Also immerhin kann uns hier nichts erwischen. Hoffe ich zumindest. So. Ach Mann, ich brauche dringend was zu essen. Brot. Wir müssen auch bald die Felder unbedingt anschmeißen, ne? So, hier kann uns ja hoffentlich erstmal nichts mehr erwischen. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, was ich gegen die... Ich muss die Enderman ausschalten. Das tut mir echt leid. Ich kann nicht mit Monstern spielen. Da ist ein Golem mit Goldblock. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Schnauze, Skellington. Okay, wir müssen dringend die Endermänner ausschalten, dass die Blöcke klauen. Und so lange werde ich wohl die Monster ausschalten müssen, so leid es mir tut. Seufzt, seufzt, seufzt. Gute Nacht, das darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch eine Plage. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Das ist wirklich eine richtige Plage. Au! Mit Schmackes, Junge. Na, Spinny? Hallo, Golem. Nee, ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ein Skelett einen Golem anschießt. Das möchte ich wirklich nicht wissen. Werwölfe bei Tag? Strange. Na gut. Ist bestimmt Grey Grey. Hallo, ja, ich bin ein toller Werwolf. So, ich wollte nicht Kies, ich wollte... Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Kies habe ich aber dabei, ne? Gravel, Gravel, Gravel. Gravel habe ich dabei. Gut, Gravel habe ich dabei. Ja, sehr gut. Oh, wo ist denn der Golem? Nicht, dass die ja plötzlich irgendwo anfängt, sich zu aktivieren und wir sehen ihn nur gerade nicht. Dann nimmt er uns wieder die Map auseinander. Oh, Mann, ey. Nee,
halt, bevor ich da irgendwas mache, muss ich natürlich oben, gehe ich oben das Wasser fixen. Das darf doch nicht wahr sein. So, sonst ist hier alles in Ordnung. Ein Block Wasser genommen und schon das ganze Feld weg. Das gibt's gar nicht. Ein Block Gravel. Das ist ja oberätzend. Na, hallo. Nein. Alter, das ist eine verfluchte Scheiße hier. Na super, die Fackel unten ist auch ab. Das heißt, wir kriegen jetzt reiche Ernte. Aber nur auf einer Seite, wie es aussieht, haben wir die anderen Dinger ausgeschaltet. Ich weiß es gar nicht. Und wir haben keinen Platz für reiche Ernte, fällt mir gerade auf. Dafür haben wir eine Menge Besuch hier unten. So, toll, dass man die Ratten unter den Slabs teilweise gar nicht sieht. So, ach Mann, ey. So eine Scheiße. So, haben wir alles? Schön wär's. 64, 64, 64, 64, 4 giftige Kartoffeln. Eine ekelhafte Ratte. Jetzt will sich auch noch der Bildschirm verabschieden hier gerade. Immer noch nicht alles. Meine Fresse. So, warte mal ganz kurz. Kartoffel, 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 Kartoffel. Seufz. Habe ich... Ne, die ist da unten noch. So, dann mal ganz kurz Folgendes. Dann mache ich jetzt den Holzblock da wieder hin. Dann mache ich jetzt die Fackel da wieder. Ach, Junge. Ich muss ja wirklich ein bisschen besser sichern. Und vor allen Dingen ist es hier immer noch teilweise streckenweise viel zu dunkel. Kann ich hier eigentlich gegenbauen? Aber das scheint ja auch nicht gegen die Slender zu helfen, weil die sind ja dann drei... Alter, diese scheiße Ratten. Ach, das sind ja gar keine Ratten. Ich dachte gerade, das wäre so eine blöde Ratte. Was ich sagen wollte, das scheint ja nicht gegen die Slender zu helfen. Da müsste ich ja noch höher bauen, wie es aussieht. Und scheinbar auch auf der anderen Seite dann, ne? Huch. Dafür wird es natürlich nicht mehr reichen. Oh. So, naja.
Auf der anderen Seite weiß ich noch gar nicht, wie ich das machen soll. Hier geht's auf jeden Fall erstmal. Da liegen auch noch Karotten überall drin. Nein! Oh, ich habe gehofft, der kommt mir nicht hinterher. Habe ich das überhaupt jetzt richtig gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Und ich glaube, ich mache auch gleich eine Aufnahmepause. Doch, das sieht gut aus. Nein, genau jetzt verschwinden die Möhren. Leck mich fett, ey. Das gibt's gar nicht. Das ist hier gerade so eine Pechaufnahme. Ich lasse das Feld erstmal unbearbeitet. Bevor ich da wieder das anbaue, das mache ich dann später. Den Creeper habe ich gesehen. Alter, hier ist alles so unsicher einfach. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Wieso hat hier die andere Seite eigentlich nicht geerntet? Fehlt da noch irgendwas? Oder habe ich da was weggehauen oder irgendwie? Muss ich dann doch mal checken. Ach, da ist noch gar kein Wasser. Na, Gott sei Dank. Da müssen wir die ganze Anlage, das Redstone, müssen wir dann auch mal irgendwie verbauen, dass man das nicht aus Versehen abreißt. Und da fehlen noch ein paar Klappen. So, die Klappen bringe ich jetzt mal an und dann mache ich eine kleine Aufnahmepause. Alter. Und der steht die ganze Zeit da im Garten und... Ach, das ist eine Wurst. Kommt man da eigentlich drunter? Nee, ne? Ach, sieh mal eine an. Guten Tag, guten Tag. So, pass auf, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Da erleuchte ich das doch lieber alles hier mit Fackeln. Das muss ich mal irgendwann zubauen einfach. La la dam dam da la da 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 la da 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 na na. La, 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 la. So, pass auf, jetzt wird es zwar dunkel, aber ich gehe trotzdem mal ganz schnell die Lampen fertig machen, damit wir die nicht unfertig lassen. Und dann mache ich wirklich mal eine kleine Aufnahmepause, 3 Stunden. Da habe ich mir das doch mal ein bisschen verdient. Vor allen Dingen muss ich ja mein Stimmchen eigentlich noch ein bisschen schonen. Ich übertreibe es gerade wieder ein bisschen. Aber bin natürlich auch eine Woche ausgefallen, was natürlich gerade für die Zeit der Vorbereitung ein bisschen blöd ist. Hä? Ja. Weil gerade da brauche ich die Zeit, ja? Oder hätte ich die Zeit dringend gebraucht, um vorab schon mal aufzunehmen? Komme ich da irgendwie raus? Nee, ne? Nee. Nee. Total sinnvoll, dass der Skorpion das Ding gar nicht zurück angreift. Ist ein bisschen blöd, dass der Skorpion, dass der Golem sich nicht wehrt, wenn er angegriffen wird, egal was ihn da angreift. Sehr merkwürdig. So.
da komme ich. Doch, da komme ich drüber. Wenn man will, geht alles. Das weiß ich allerdings nicht. Ist hier eine Lampe? Da. So viel Ordnung muss sein. Scheiße. Gut, das Ganze nochmal, denn die andere Lampe braucht auch noch so einen Schirm von hinten, auch wenn man den nicht immer sieht oder so. Aber darum geht es ja auch gar nicht, ob man den sieht oder nicht. Es geht halt darum, dass das Ding richtig ist. So. Nicht, dass ich sie gleich wieder... Ja. Komm halt die Fresse. Ah, so geht's auch. Ach, Mädel. Ich hab nichts zu fressen im Haus. Wäre ich ungemütlich. Ist wahrscheinlich gerade so ein Club-Treffen. So, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, ich werf mal ein Auge auf die Felder. So. Nee, was ich machen wollte, ist eigentlich, ich wollte jetzt ein Brot essen. Mühlen. Dann gehe ich schlafen und dann mache ich endlich ein kleines Aufnahmepäuschen. Juppaidi, juppaidi, fideralala, fideralala. Ich freue mich so sehr. So, jetzt aber gute Nacht und bis zur nächsten Aufnahme. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da so machen werden. Ich hoffe, dann denke ich dran, den Monstern auch Geräusche zu verpassen von Mo Creatures. Die sind ja momentan noch so schweigsam. Ich hoffe, das wird was. Hier müssen wir auch wieder ein bisschen was reparieren. Boah, sieht das inzwischen abgefuckt aus da unten. Und die Hundis, ne, die füttern wir nicht weiter. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen die Schweine und die Kühe da hinten, vielleicht können wir den auch noch mal, ach, die Schweine haben wir schon, aber den Kühen noch mal so einen Trog hinstellen. Da können wir sogar noch günstig Leder ernten. Psst, psst, hier bin ich. Psst. Ja, er sieht mich eh nicht. So, auf jeden Fall, ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschüss. Und danke fürs Zuschauen, tschüss.